Diese Unterschiede, die befinden sich immer fortwährend, bis der Imam Salamullah erscheint. Er entscheidet das endgültige Wort. Er gibt uns das endgültige Wort. Wir sind nur am nach Wissen streben. Unsere Ulama, unsere Maraja, unsere Mujtahidin, die haben immer die Arbeit nur nach Wissen zu streben, um die Lösungen für uns zu finden, die uns das Leben erleichtern, Gott richtig zu dienen. Das ist alles. Das sind keine Probleme. Sodass diese Unterschiede, was sich jetzt befindet, ist nicht so schlimm wie bei den anderen. Bei den anderen ist es viel schlimmer. Also die einigen sich nicht über den Herrscher. Sie einigen sich nicht über den Imam. Sie einigen sich nicht über Mazhab. Sie einigen sich gar nicht. Tarahum Jum'ah und Ulum Shatta. Du siehst sie wie eine Gruppe, aber ihre Herzen sind verschieden. Jetzt siehst du zum Beispiel die Unterschiede zwischen uns. Wo gibt es Unterschiede? Guck dir ein Schia, der aus China kommt, und ein Schia, der aus Afrika kommt. Was ist der Unterschied? Gar nichts. Nichts. Ob der eine ist Stalin nach Abend oder der andere hier Imam Khamenei nach Abend. Identisch. Kein Unterschied. Da siehst du, diese Barmherzigkeit findet sich in ihren Herzen, egal was für Streitigkeiten wir haben. Weil die Streitigkeiten, die treffen nicht den Kern. Bei denen, es gibt ein Problem. Bei den anderen haben sie Probleme. Weil sie einigen sich nicht über den Kern. Du redest zum Beispiel mit einem Salafi, er sagt, der Prophet ist wie wir, wie du und ich, ganz normaler Mensch. Der trifft den Kern. Gehst du bei einem Hanafi, sagt aber, Hashallah, wie kannst du sagen, er ist wie wir? Verstehst du? Die einigen sich nicht. Der Salafi zum Beispiel, der verkörpert Gott. Der Hanafi nicht. Das sind Unterschiede in den Kern. Aber sie haben den gleichen Weg. Ahmadi zum Beispiel, für ihn ist Abu Bakr der erste Khalifa, der zweite Khalifa, Omar, Osman und dann Ali. Bei den anderen genauso. Das, die einigen sich, ne, über das Unrichtige, über das Unrecht. Verstehst du? Aber sie siehst du als einig. Sie scheinen wie einig zu sein, aber von innen sind sie miteinander, also sie sind auseinander, sie sind weit auseinander von innen. Warum? Wofür brauchen sie jetzt einen Mirza? Wofür brauchen sie einen Habashi? Wofür brauchen sie diese jetzt für? Warum? Weil sie keine Lösung haben, weil sie kein Recht haben. Sie fabrizieren selber. Sie machen neue, zum Beispiel Gesetze bis Jahr, bis Fahr. Eine Zwischenlösung, ne, damit man seine Gelüste loswird. Weil sie merken, das gibt nicht, dass wir das verboten haben. Und wir kommen nicht da raus, weil wir uns an die Sunna von Omar halten wollen, diese Sira, diese Mutter. Oder diese Saidi. Die müssen irgendwie eine Lösung finden. Fabrizieren sie selber, Missjahr. Oder Missfahr. Missfahr von Safar. Und das heißt, wenn du auf die Reise bist, dann machst du kurz eine Eheschließung mit einer Frau irgendwo, ne? Braucht deine Frau das nicht zu wissen, weil das Notfall ist, du bist irgendwo im Ausland und dann hast du noch eine Ehefrau dort. Heimlich. Warum? Sie brauchen immer wieder eine Lösung, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist weise. Und wenn er was erlässt und wenn er was erlaubt, er erlaubt als eine Lösung für uns, für die Menschheit. Und wenn einer dagegen was sagt, er macht sich selbst Unterdrückung. Er unterdrückt uns nicht, wenn er das verbietet. Er unterdrückt sich, nicht uns. So. Deswegen sagt Latashtara Ummati al-Dalala, die Umma einigt sich nicht über das Unrecht. So. Deswegen, wir einigen uns, alle Muslime, einigen wir uns, dass die Hände gestreckt werden müssen, gerade gestreckt werden müssen, wenn man betet. Wenn man zum Gebet sich aufstellt. Wir einigen uns. Die Sunniten sind, die geben auch zu, dass wir recht haben. Aber wir einigen uns nicht über diese Bid'ah von Omar, dass die Hände zusammen getan werden müssen. Da einigen wir uns nicht. Sie einigen sich auch nicht. Welche Stellung? Wie soll es stehen? Welche Art? Wer ist die, was ist richtig, was ist falsch? Über die Bauchnabe, auf die Bauchnabe, unter die Bauchnabe, über den Brust, oben drauf oder gestreckt? Gestreckt sind sie eigentlich, dass das machbar ist. Mit uns. Das ist hundertprozentig richtig. Das heißt, wenn sie zum Recht kommen, wenn sie sich entscheiden, aus dem Unrecht sich zu entfernen und zum Recht zu kommen, wir einigen uns. Aber wenn einer kommt und sagt, wir brauchen eine Wahda, eine Einigkeit in der Umma, aber ich glaube, dass dein Prophet war verblödet und dein Prophet war verhext und dein Prophet war vergesslich und dein Prophet war Sadist und sowas,
Und er sagt, das ist genau dein und mein Prophet. Würdest du dich mit ihm einigen? Ich belüge mich und ihn, wenn ich sage ja. Wir verlassen das beiseite und wir einigen uns mit dem, was wir uns einigen. Womit einigen wir uns? Nicht mit dem Gebet, nicht mit dem Fasten, nicht mit dem Ritualwaschung, nicht mit dem Ganzwaschung, nicht mit dem, alles, gar nichts. Mit gar nicht einigen wir uns. Weil sie haben sich entschlossen, sich von Muhammad und von das Buch Allah subhanahu wa ta'ala zu entfernen. Worauf rufen wir denn? Wozu laden wir sie ein? Wozu? Damit wir irgendwie Hassprediger-Gruppe bilden, wie sie das machen. Heute bin ich dran, morgen bist du dran und jeder von uns hier erzählt irgendwas im Internet und lass mal die Leute hier gegen die Schiiten was schreiben und so. Das ist eine Einigung. Wir sind immer wieder, also seit 1400 Jahren, wir sind immer in einer Verteidigerposition. Selbstverteidigung. Bis jetzt. Wir sind nur am Selbstverteidigen. Wir gewinnen. Wie würdest du denn dich verhalten, wenn du angreifst? Wir halten nur die Schüsse weg, immer noch. Hussein Salamullah Ali, er hat immer die Schüsse nur festgehalten, also weggehalten, abgehalten von seiner Familie und von sich. Bis er Märtyrer gefallen ist. Das heißt, wir haben mit Selbstverteidigung angefangen und das ist die wahre Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir machen weiter mit Selbstverteidigung. So, aber wie sieht das aus, wenn wir angreifen? Wie würde das aussehen, das Ganze? Wir haben noch nicht losgeschossen. Wir halten immer noch einen Abstand, wir sagen, wir versuchen mit euch zu diskutieren, wir geben euch nur zurück, wir berichtigen euch, wir erzählen euch, wie das ist. Aber wir haben noch nicht angegriffen. Das, was sie machen, was heutzutage machen, getrennt. Die sind getrennt, die sind nicht miteinander. Verstehst du? Deswegen ist es ein bisschen schwieriger für uns, in jede Richtung zu kämpfen. In jede Richtung zu kämpfen ist schwieriger. Uns wäre das viel lieber, wenn sie sich einigen würden. Dann hast du ein Ziel. Aber so, dass sie sich immer so zersplittern, die geraten immer tiefer in die Unwissenheit. Und was denkst du, wie viele Probleme habe ich gehabt, mit meinen Gesprächspartnern erstmal ihnen beizubringen, was er ist, was er glaubt, was seine Vorfahren sind und was sind die Bücher von ihm und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss ihn erstmal ausbilden über seine Herkunft, über seine Entstehung. Und dann muss ich ihn erklären, das bist du und das sind wir. Was denkst du, wie viele Schwierigkeiten haben wir? Ich sage, wie Bruder eben gesagt hat, dass es uns viel lieber, dass sie studieren. Dass sie ihre Religion kennenlernen. Dass immer wieder solche Prediger, Hassprediger in den Fernsehen kommen, wie bei Lusch und so weiter. Und in die Medien kommen und über die Wahrheit reden, die Scheinwahrheit, was sie tragen. Das ist uns viel lieber. Weil weißt du, wie viel sie uns Arbeit sparen? Früher war das sehr schwer. Du musst Bukhari bringen, ihn zeigen. Dann weiß er nicht, dass es Bukhari ist. Dann musst du ihn erklären, das ist die Sunna. Und das haben die Ulema darüber sich geeinigt, dass das authentisch ist. Jetzt ist es fertig. Jetzt einen Clip holst du aus dem Internet hier. Der gibt zu, dass Bukhari authentisch ist. Der gibt zu, dass das ein wahrer Hadith ist. Brauchst du nicht mehr kämpfen. Erstmal ein, hier schneller. Jetzt ist diese Zeit, subhanallah, das ist auch eine Prophezeiung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, die Zeit des Mahdi alaihi salam werden die Menschen studieren durch das Hören. Ohne Uni und was ich schreibe. Und was ich. Die werden durch das Hören das Wissen tauschen. Und so werden die Menschen Gelehrte. Das heißt, die Erde wird nicht leer werden von einem Beweis. Das ist der Mahdi, salamullah. Und der wird dann nachher zwischen uns scheiden. Wir streiten jetzt uns nur. Wir streiten über die Vorfahren der Mahdi, salam. Wir streiten über die Unterdrückung von Al-Bait, salam. Wir streiten uns über alles mit diesen Menschen. Warum? Damit wir Chance haben, das zu bekommen, was die Propheten bekommen haben, durch ihre Rechtsleitung für die anderen Menschen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dass du heute die Menschen zu Allah führst, dass du diese Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hast, diese Menschen da zu Allah subhanahu wa ta'ala zu führen. Das ist keine Kleinigkeit, das ist ein großes Segen Gottes, dass du das darfst. Und deswegen, ich sage, diese Unterschiede bei diesen Menschen, dass sie sich so unterscheiden, macht uns das Leben schwieriger oder schwerer, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Aber je schwieriger das wird oder je schwerer das wird, desto großartiger wird der Lohn bei Allah.
Das heißt, man soll sich nicht hier, man soll nicht böse oder traurig werden, wenn sie nicht morgen rechtgeleitet werden. Denn wenn sie übermorgen rechtgeleitet werden, du wirst für morgen auch genommen. Das heißt, die geben dir die Möglichkeit, mehr daran zu arbeiten, mehr sie von Sünden zu befreien oder von Irreleitungen zu befreien. Lass sie sich streiten, lass sie sich hier unterscheiden durch ihre Waschung, durch was weiß ich, das ist alles nichts. Das ist gar nichts. Wir haben nur ein Ziel zu treffen. Und wenn wir dieses Ziel treffen, fallen alle Ziele zusammen. Alle Ziele. Du brauchst nur unten den Fundament zu treffen. Dominosteine. Ja, brauchst nur einmal treffen. Da fallen sie alle zusammen. Da kannst du mit deinen Füßen nachher die anderen beseitigen. Brauchst du gar nicht mehr hier richtig gucken und was ich und Ziele brauchst nicht mehr.